Ja, herzlich willkommen aus dem Informationskanal der vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin als Lehrer der vedischen Astrologieschule hauptberuflich tätig. Ja, in diesem circa 15-minütigen Kurzvideo geht es nun um die Deutung der Sterne für Oktober 2016. Bitte achten Sie dabei darauf, dass die Deutung vorgenommen wird anhand Ihres Aszendenten und nicht von Ihrem Sonnenzeichen aus oder Sternzeichen aus, wie es in der westlichen Astrologie bezeichnet wird. Denn der Aszendent in der vedischen Astrologie ist viel wichtiger als wie das Sonnenzeichen. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, dann habe ich für Sie unterhalb dieses Videos einen Link vorbereitet, wie Sie mir Ihre Geburtsangaben schicken können, also Geburtsdatum, Uhrzeit und Geburtsort. Und dann teile ich Ihnen kurzfristig, binnen 1 bis 2 Tagen mit, was Ihr Aszendent ist, damit Sie wissen, welches dieser 12 Videos für den Oktober 2016 jetzt für Sie zutrifft. Dann weiterhin noch eine gute Gelegenheit, wie Sie Ihr eigenes inneres Universum erforschen können, Ihren eigenen Mikrokosmos. Es gibt nach wie vor die Möglichkeit, einen Testmonat zu nutzen für nur 7 Euro, wo Ihnen mehrere, ganz viele Videos und PDF-Dateien mal zur Verfügung gestellt werden, wie Sie die vedische Astrologie mal testen können, um anhand dieser Wissenschaft ja sich eben mehr erforschen zu können. Dazu biete ich Ihnen in meinem Gratis-Schulkanal auf YouTube nun ein weiteres Gratis-Deutungsvideo an, wie Sie mal die vedische Astrologie in Aktion beim Deuten sehen, dieses Mal anhand des Ehehoroskops von Ex-Bundeskanzler Gerd Schröder, der ja gerade seine 4. Ehe jetzt beendet hat, und wie sich das im Horoskop, im vedischen Horoskop von Gerd Schröder zeigt. Den Link dazu finden Sie hier. Ja, dann wird es interessant, denn Mars hat Ende September einen Wechsel. Er geht am Himmel in das Zeichen Steinbock bis 9. November. Darauf werden wir ein bisschen mehr eingehen, denn Mars steht ja dafür, wo unsere Leidenschaft, unsere Energie nun hingehen wird. Und er, wie gesagt, vollzieht am 28. September einen Wechsel. Nun, damit wären wir schon soweit, uns jetzt genauer anzuschauen, wie Ihre Sterne im Oktober 2016 stehen. Nun schauen wir das genauer an für Sie als Aszendent Krebs für den Oktober. Zuerst hier mal diese Übersicht, und da sehen wir, dass die Sonne die meiste Zeit durch das 4. Haus läuft. Und da sind auch eine Menge Planeten darin. Und wir sehen sogar, dass der Neumond am 1. Oktober auch im 4. Haus ist. Das sind alles Betonungen in Richtung Haus 4. Und das ist natürlich sehr wichtig. Warum Haus 4? Krebs ist das 4. Zeichen. Es geht also um die Lebensthemen des 4. Hauses. Und ich habe es gleich mal hier mit der Überschrift tituliert. Es geht um Themen, die was mit dem Innenleben zu tun haben, beziehungsweise mit dem Zuhause. Das sind so die großen Themen des 4. Hauses. Sie sehen ja, die Sonne ist bis 22. Oktober, bevor sie dann in ihr 5. Haus geht, im 4. Haus. Dann haben wir den Neumond am 1. Oktober im 4. Haus. Hierzu möchte ich dazu sagen, der gilt in der vedischen Astrologie als ungünstiger Transit. Das bedeutet, am 1. Oktober, sprich, es kann auch am 30.09. oder am 2.10. oder am 1.10. sein, um diese Zeit, ja, sollten Sie weniger etwas besonders Günstiges erwarten.
Viel eher kann Ihnen jetzt mal Ihre Umgebung spiegeln, was sich auch als nicht wünschenswertes zutragen kann. Bitte deswegen keine Sorgen. Letztlich geht es immer nur darum, Erfahrungen zu machen, sprich etwas ins Bewusstsein zu bringen. Und wir lernen selbstverständlich durch beide Varianten, sei es, dass sich wünschenswerte Dinge zutragen und dass sich nicht wünschenswerte Dinge zutragen. In beiden Fällen geht es aber um den dahinterliegenden Lerneffekt. Nur in der Zeit zwischen dem 30.09. und dem 2.10. ist das weniger die Zeit, dass Sie hier drauf setzen sollten, dass hier große Dinge passieren, die sich im Rahmen mit Ihren Wunschvorstellungen zeigen. Aber Sie sehen schon, das vierte Haus ist sehr wichtig. Und wenn wir jetzt hier weitergehen, auch Merkur ist die meiste Zeit in Haus 4 und der Jupiter. Also, Haus 4 ist betont. Und Haus 4, da geht es um Persönlichkeitsentwicklung. Wissen Sie, als Aszendent Krebs, Krebs ist das Zeichen des Wachstums, der Veränderung, ja. Das Tier Krebs kann unter dem Wasser gehen und ist ja auch an Land unterwegs, sprich zu einer solchen Veränderung in der Lage. Und deswegen ist ja auch die Lebensaufgabe für Aszendent Krebs mit einem Wort gesagt und die lautet Persönlichkeitsentwicklung. Und jeder, der als Aszendent Krebs bereit ist, seine Persönlichkeit, sein Verhalten immer weiter in Frage zu stellen und Handlungen zu unternehmen, die ihn in der Veredelung seiner Persönlichkeit weiterbringt, der ist auf dem richtigen Pfad. Weil als Krebsaszendent geht es primär darum. Und jetzt haben wir diese massive Besetzung des vierten Hauses, wo es ums Thema Innenleben, Persönlichkeitsentwicklung geht. Alles, was Sie also die nächsten Wochen diesbezüglich weiterbringt, ist Ihnen besonders anzuraten, ja? Selbstverständlich ist die vedische Astrologie eine hervorragende Methode, sich selbst zu erforschen. Das vierte Haus steht aber auch für Themen, die etwas mit Mutterthemen zu tun haben. So kann jetzt die eigene Mama, falls sie noch lebt, wir hoffen, dass für sie jetzt wichtiger werden in dem Monat, oder falls sie nicht mehr lebt, könnten Sie aber mal sehr gut dran tun, hier mal genauer hinzuschauen, ja? Denn nehmen wir mal das Thema auch der Vergebungsarbeit. Sie haben ja jetzt den Jupiter hier im vierten Haus. Viele von uns haben ja Mütter, die eben als Kriegsgeneration uns großgezogen haben und die in der Folge selbst gar nicht so in der Lage waren, uns diese emotionale Nähe oder Liebe zu geben, die wir gebraucht hätten, was jetzt bei Ihnen zu einer gewissen Bedürftigkeit, einer gewissen inneren Leere als Kind geführt hat, mit der Folge, dass Sie mit gewissen emotionalen ja, Schwachstellen eben groß geworden sind. Das ist selbstverständlich jetzt der Mutter nicht anzukreiden und sie nicht zu verurteilen, sondern jetzt wäre die große Schule wäre jetzt, das zwar an sich zu erkennen, aber die Bereitschaft zu besitzen, der Mutter auch zu vergeben und sie trotzdem zu lieben. Solche Sachen, ja, jetzt mit der Betonung des vierten Hauses, sind halt jetzt besonders möglich, ja. Und das vierte Haus hat mit ihren Gefühlen zu tun. Ne? Hat ja auch alles viel mit Mutterthemen zu tun. Ja? Denn sie ist ja der Part, der eben unseren emotionalen Teil in uns repräsentiert und uns idealerweise hätte helfen können oder sollen, diesen in uns zu entwickeln. Persönlichkeitsentwicklung ist also das Thema. Das vierte Haus, wo Sie so viele Planeten drin haben, steht auch für die Lebensfreude und das Glücklichsein. Ja? Und Sie merken den Zusammenhang. Ne? Das vierte Haus, Lebensfreude, aber auch
Persönlichkeitsentwicklung. Daraus können Sie ableiten, dass die vedischen Weisen uns die Information gegeben haben, dass Lebensfreude unmittelbar mit der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit verbunden ist. Falsch verstandene Astrologie bedeutet, jetzt auf irgendwelche Prognosen zu warten, die mir irgendwas vor die Füße legen, ohne dass ich mich verändern muss. Denn die Erde ist zwar ein Platz, wo Glückseligkeit erfahren werden kann, wo es aber auch darum geht, eben zu wachsen oder an sich zu arbeiten. Ja, und das ist eben das große Thema hier für Aszendentkrebs. Wir schauen nochmal weiter. Gut, wir haben die Venus, die geht jetzt dann, die ist die meiste Zeit im fünften Haus. Das unterstützt eine gute Beziehung, Freude an Kinderthemen. Sie geht dann rüber in Haus 6. Aber gut, da werden wir vielleicht dann erstmal mehr nächsten Monat drüber sprechen. Ja, die Veränderung vielleicht noch Mars in Haus 7. Mars in Haus 7 für diejenigen, die in einer Beziehung sind, fördert, dass jetzt hier mal Reibung geben kann, ne? Sprich Konfliktpotenzial mit dem Partner. Achten Sie in einer Konfliktaustragung darauf, ja, dass Sie nicht in Du-Botschaften gehen, in Beurteilen, in Verurteilen. Du hast das gemacht und du bist schuld und dies. Der andere ist immer nur ein Spiegel. Bleiben Sie bei Ich-Botschaften, wie Sie sich fühlen, wo Ihre Bedürfnisse bestehen und achten Sie darauf, weder mit Gedanken noch mit Worten, geschweige denn mit Taten, also nicht die Bratpfanne rausholen, ja, und denken, das funktioniert nicht, oder dass da die Tasse durch die Küche fliegt, so, sondern tragen Sie Ihre Konfliktthemen produktiv in einer nicht verletzenden Art und Weise aus. Ganz wichtig. Sie sehen ja ansonsten wieder nur Karma, kommt alles wieder zurück. Auf gut Bayerisch, wie man in den Wald hineinruft, so kommt es wieder retour. Und auf der anderen Seite, falls Sie nicht in einer Partnerschaft sind, das siebte Haus steht auch für Selbstständigkeit und für Reisen, so könnten Sie Ihre Energie sehr gut in diese Themen kanalisieren, wenn die Energie will irgendwohin, ja. Und natürlich wäre auch in sowas, und mit Reisen meine ich schon weitere Reisen, also jetzt nicht mal 10 Kilometer um die Ecke, sondern eher Auslandsreisen. Saturn ist immer noch im sechsten Haus, das begünstigt sehr gut Gesundheitsmanagement. Das Thema haben wir aber länger. Und Rahu bleibt in Haus 3. Dies fördert nach wie vor auch ja, ein Stück weit das Experimentieren und Herumdoktern an der eigenen Meinung, ja, was ja auch sehr gut im Zusammenhang mit der starken Betonung Haus 4 Persönlichkeitsentwicklung gesehen werden kann. Ich möchte aber auch noch mal sagen, das vierte Haus, was bei Ihnen so stark besetzt ist, steht auch für das Zuhause, ja, sprich, Sie können sehr gut jetzt auch Dinge vornehmen, die eben etwas mit der eigenen Wohnung, dem eigenen Haus zu tun haben, vielleicht aber auch einen neuen Wohnstandort jetzt finden. Okay, das war's für Sie, Aszendent Krebs, Oktober 2016. Nur zum Schluss nochmal die Erinnerung. Bitte beachten Sie, dass alle 12 Monatsvideos für Oktober wieder gedeutet werden von Ihrem Aszendenten aus, nicht von Ihrem Sonnenzeichen aus. Dann weiterhin ein sehr interessantes Angebot. Sie können die vedische Astrologie-Schule, hier der Link übrigens, testen für wenige Euros, um da mal hineinzuschnuppern, wie Sie mit diesem Instrument Ihre eigene Reise nach innen mit einem optimalen Werkzeug ja, beginnen können noch dieses Jahr. Dazu auch schon mal ein Gratis-Video, und zwar die vedische Astrologie in Aktion. Hier wird gedeutet, sein Eheleben, er hat ja 4 Ehen gehabt, der Gerd Schröder, der Ex-Bundeskanzler, anhand dieses Links finden Sie zu diesem Video,
wie hier sein Eheleben mal anhand des vedischen Horoskops gedeutet wird. Ja, was bleibt? Ich darf Ihnen damit wieder einen fantastischen nächsten Monat wünschen, einen fantastischen Oktober 2016. Sie finden hier einige Zitate von großen spirituellen Sehern, Persönlichkeiten, Weisen, ja, Yogananda, Jesus, Konfuzius, Eckhart Tolle und so weiter, die alle darin übereinstimmen, wie sämtliche Religionen, dass der Weg des Mensch erkenne dich selbst, der Selbsterforschung, der Selbsterkenntnis, das ist, was ein zentrales eine zentrale Lebensaufgabe für uns darstellt, um zu einem möglichst glücklichen, erfüllten, ja, Leben finden zu können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Ende Oktober geht es dann wieder weiter mit der planetaren Großwetterlage für den November 2016. Bis dorthin, vielen Dank.